Wir hatten den Film Kaviar in der 1000. Sneak Preview in Stuttgart im Metropol. Und ich gebe euch eine kleine Warnung mit, wenn ihr gucken wollt, worum es in dem Film geht. Googelt nicht Kaviar, Leerzeichen, Film. Ja, ihr wollt das nicht sehen. Ihr könnt es nicht ungesehen machen. Der Kinocast. Hallo und herzlich willkommen hier. Hallo, Kate. Hallo, hallo, hallo. Hallo, Chris. Hallo. Der Chris lacht schon wissend. Ja, nein, wegen deines Intros. Das hat mich jetzt gerade so ein bisschen an Paul Panzer erinnert, der gesagt hat, in einem seiner frühen Comedy-Programme oder mittleren Comedy-Programme, keine Ahnung, sagt er, dass er zusammen mit in seiner Garage steht ein Pony, das er geerbt hat, keine Ahnung, irgendwie sowas hat er wohl gefunden hat, und da steht noch eine alte Autobatterie, und da haben seine Freunde irgendwie gesagt so, oh, das ist doch total gefährlich, informier dich doch mal, und dann sagt er, gebt niemals bei Google ein Pony lecken Autobatterie, das könnt ihr nicht ungesehen machen. Daran müsste ich jetzt gerade denken, wenn du hier mit Kaviar und Film ankommst. Ja, macht es nicht. Ihr seid gewarnt. Tolles Niveau, auf dem wir uns nach 2 Minuten schon begeben. Finde ich sehr schön. Ich sage nur, man sollte es nicht machen, weil ich habe das im Vorfeld, habe ich Kaviar erst nur eingegeben, da kamen natürlich nur die Fischeier. Und dann dachte ich, ich google mal Kaviar-Film. Das will man nicht. Also das, nee. Also, die Sendung heute steht also unter dem Motto Kino-Hub. Also allein schon, also du musst natürlich bei Google diesen Jugendschutz da ausgeschaltet haben, ne? Und ach so, weißt dann reicht es schon, wenn du quasi die Texte nur liest, du brauchst ja noch nicht mal die Bilder angucken, aber das teilweise. Kate hat die Sendung verlassen. So, aber lass uns mal anfangen. Also bei mir kommen hier nur Sachen zu den Filmen. Thema 1000, ja, dann, das hängt wahrscheinlich von demjenigen ab, der sucht. Von deinen vorherigen Suchanfragen. Ja, genau. Oh, auf Basis ihrer bisherigen Suchanfragen könnte sie dies auch. Ja, was bekommst du gerade bei Amazon angeboten, nur als Frage? Da bekomme ich hier die Startseite, die ich klicke, wenn ich bei Kinocast das klicke. Da kommen die DVDs und Blu-rays. Kino-Hub. Heute sind wir Kino-Hub. Kino-Hub, nachdem wir letzte Woche auch sehr anzüglich waren. Aber wir haben ja einen Explicit-Tag, das geht ja. Ja, super. So, 1000. Sneak in Stuttgart, im Metropol Stuttgart. Bei welcher bist du ungefähr eingestiegen, Chris? Schätzungsweise. Boah. Schätzung, also 500? Das, nee, boah. 500 warst du schon. Nein, weit vorher. Weit vorher. Also 500 war ja Luise. Ich versuche es mal rauszufinden. Also, nein, ich kann das ungefähr, warte, ich kann ungefähr das sagen. Frag doch mal Kate zwischendurch. Kannst du auch selber fragen. Kate, du? Boah, keine Ahnung, vor 8 Jahren. Keine Ahnung, wie vielte das war. Aber vor 8 Jahren? Bist du ja nach mir eingestiegen? Ja, klar. Ah, okay. Ich bin eingestiegen, da habe ich, glaube ich, ich bin das erste Mal mit, da habe ich einen Chris kennengelernt. So. Das muss vor etwas mehr wie 8 Jahren gewesen sein. Liebe auf den ersten Blick. Ha. Nee, auf den 5. oder so. Also. Oh, ja, ich war schwer rumzukriegen. Der Typ, der da moderiert, oh, völlig hin und weg. Nein, das Problem war ein ganz anderes. Ich war ja eigentlich vergeben. Ach so. Ja, ich bin ja nur mit einer Freundin mit. Ich dachte, du wolltest eigentlich den Erse an. Den oh. ja. Nee, ich überlege gerade, was war das dann? Keine Ahnung, vor 8 Jahren halt irgendwann. Mhm. Und dann, klar, ich habe ein paar ausgelassen, weil irgendwie krank oder keine Lust oder Hund jetzt auch oft. Aber ich habe schon viele mitgenommen, muss ich sagen. Und wir hatten auch richtig, richtig gute. Ja, also nicht wie die. Gab es sogar einen, da hat der Chris zu mir, da wollte ich zu Hause bleiben, da hat der Chris geschrieben, der war dann schon in der Stadt und meinte, du musst kommen. Du wirst dir den Arsch speisen, wenn du nicht kommst. Er hat mir nicht gesagt, welcher Film kommt. Er hat nur gesagt, komm oder du wirst es bereuen. Also habe ich mich dann sogar noch in den Bus und in die Bahn gesetzt und bin gefahren. Und das, ich habe es nicht bereut. Und es war damals oben, glaube ich, war das. Wo der oben? Dann kam. Der Film oben. Ach so. War das in Metropol 2 sozusagen? Keine Ahnung. Das war tatsächlich Metropol 1, aber ich sehe schon, der Erik hat unbedingt Lust, das unglaubliche Niveau heute zu halten. Also ich habe mal nachgeschaut, sollte das jemand interessieren, meine war am 6. Juli 2009, das war der Film Pink. Ja. Und da ist. Ich bin am Überlegen, also es wird wahrscheinlich 2000. Lass mich, warte, ich bin immer noch am Überlegen.
Ist bei mir die Sendungnummer, die kann ich ja mal mit verlinken. 2002 oder 2003 werde ich eingestiegen sein. Nummer 129. Und danach kam dann gleich was Gutes in der nächsten Sneak. Da kam, in der 130 kam Tödliches Kommando, The Hurt Locker. Ja. Ach nee, warte mal, die habe ich noch, glaube ich, bin ich da wieder in Gera gewesen. Aber auf jeden Fall kam die auch in Stuttgart, weil in der 133 habe ich nochmal über Tödliches Kommando Hurt Locker in der Sendung. Also habe ich wahrscheinlich die einmal in Gera gesehen und einmal in Stuttgart, ja. Na, meine Güte. Also, wie gesagt, ich, bin am Überlegen. Vielleicht finde ich es noch, aber ich denke so 2003, 2004, so ungefähr kommt es hin. Ich weiß gar nicht, wo die... Nicht oder 2005 spätestens, aber... Ich weiß gar nicht, wo die in meiner alten Sneak sind bei der Nummer, weil da kam damals, die erste Sneak war irgendwie American Werewolf in Paris. So, American Werewolf in Paris. 1997, das war die erste, also ist der Film rausgekommen. Also muss irgendwie 98 okay. oder so die erste Sneak gewesen sein. Wann war es in Stuttgart? Die erste Sneak, jahresmäßig irgendwie? 2000. Okay. Interessant. Februar 2000, ja. Interessant, aber ja, filmmäßig hatten wir natürlich wie in der 500. Sneak ein großes Highlight. In der 500. kam ja Louise Michel und mit diesem, weil sich das bei mir so eingebrannt hatte, dieser furchtbare Film mit der belgischen Schauspielerin, also die ja hier schon öfters von mir erwähnt wurde in der Sendung, mit Yolande Moreau. Den fand ich ja so furchtbar und das hatte ich mir halt irgendwie gemerkt. Habe ich tatsächlich ein T-Shirt damit gewonnen, mit diesem kruden Filmwissen. Also das war auch der einzige im Saal, der es irgendwie wusste. Also es gab nicht mal welche, die... Ich habe es mehrfach gesagt, der Herr da vorne, ich weiß nicht, der hat es nicht richtig gehört. Ich musste es mehrfach... Ja, Moment, Erik, du hockst so weit weg, ja? Erstens, zweitens... Ich hab's laut. Wenn du so redest, das hörst du. Nee, ich hab's echt laut. Also aber ist natürlich eine komische Akustik. Ich kenne das ja dann. Außerdem, ich filter ja deine Stimme raus. Ach so. Damit keiner denkt hier. Ich habe extra lange gewartet, damit nicht irgendjemand denkt. Ach so, ja, guck, jetzt hast du lange gewartet. Du hast ja schon 20.000 Mal gesagt, das sind meine Schüler. Ich strecke schon seit einer Stunde und ich so, hörst du, dabei habe ich noch geschlafen. Nee, ich hab extra ein Stück gewartet, ob es jemand anders noch weiß, damit ich es nicht irgendjemand wegnehme. Genau. Und dann, als es wirklich anscheinend keiner wusste, habe ich dann halt gerufen. Ja, und habe ein Shirt gewonnen, was man auf meinem Instagram-Account bewundern kann. Da steht vorne drauf Sneak Preview. Ja, Sondershirt, die es nur für spezielle Leute gibt oder zu speziellen Anlässen, habe ich gehört. Und ja, wir hatten den Film Kaviar in der Sneak Preview und wie schon erwähnt, googelt es nicht oder geht gleich direkt irgendwo auf Filmstarts oder Moviepilot oder Kino.de oder so und gebt diesen Filmtitel ein, sonst könnt ihr da auf kuriose Seiten kommen. In dieser... Ja, es ist als Komödie tituliert, geht es darum, dass ein russischer Oligarch denkt, er kann sich mit Geld alles kaufen und möchte auf der Schwedenbrücke in Wien eine Villa bauen, weil er das irgendwo in Florenz, glaube ich, gesehen hatte, dass da so eine Brücke überbaut ist mit einem Haus und das findet er ganz toll und denkt sich, ja, mit Geld kann er sich alles kaufen und er hätte das dann halt gerne. Blöd nur, dass diese Schwedenbrücke offensichtlich eine wichtige Verkehrsader ist, wo irgendwie so eine sechsspurige Straße drauf ist, die man nicht einfach so zumachen kann. Aber wie es halt immer so ist, wenn irgendjemand viel Geld für irgendeine dumme Idee ausgeben will, dann finden sich immer irgendwelche Leute, die sagen, ich kann dir das machen, gib mir hier einen Vorschuss, ich mach das und ja, die leben dann teilweise sogenannte Consultants, ja, für die Insider, ja, man kennt das ja auch aus Arbeit, gibt es ja die windigsten Typen da, die dann meinen, sie können irgendwie alles ermöglichen und der Russe denkt halt auch, er braucht halt nur die richtigen Leute irgendwie schmieren, dann läuft das schon und mit Geld ist alles möglich und so nimmt es dann langsam seinen Lauf und dazu kommt noch, dass so ein paar Politiker da auch die große Idee wittern, Bauprojekte endlich mal in Angriff zu nehmen, quasi als so ein Quid pro Quo-Geschäft, so nach dem Motto, ja, wir erlauben dir dort deine Villa zu bauen, aber du musst uns da diesen Kanal dort sanieren, was schon seit Ewigkeiten irgendwie geplant ist und das kostet eben auch etliche Millionen, aber du hast es ja. Und wollen dann teilweise oder wollen dann den russischen Oligarchen so ein bisschen austricksen, so nach dem Motto, ja, er bezahlt uns erst dieses Projekt und dann darf er trotzdem seine Villa nicht bauen und ja, so nimmt das halt alles seinen Lauf und dann gibt es natürlich auch so ein paar windige Ganoven und auch Ganovinnen, die man ja auch schon auf dem Filmposter sieht,
die natürlich auch denken, hey, jetzt ist hier so viel Geld im Umlauf, da können wir uns doch irgendwie einen Teil oder alles abzweigen, gerade wenn der russische Oligarch, der mag nicht so gerne dokumentierte Zahlungsweisen, also Überweisungen oder sowas, sondern bei dem ist Bares, ist da das einzig Wahre und da werden halt irgendwie riesige Geldmengen in Bargeldform da durch die Gegend geschafft und von A nach B und von dem zu dem und so weiter. Und ja, da versickert natürlich dann auch schnell mal was, wenn dann irgendwelche Leute mit am Start sind, die da ein bisschen was davon haben wollen. Ja, ich glaube, das war so der Film. Und diese ganzen verschiedenen Parteien, die einerseits das Geld wollen, die anderen, die irgendwie versuchen, da dieses Projekt umzusetzen und ja, da den Russen ein bisschen da auszunutzen. Ja, darum geht es halt in diesem Film. Gespickt mit Wiener Schmäh und morbiden bis schwarzen Humor teilweise, bis hin zu irgendwelchen Pipi-Kaka-Szenen, Nacktszenen gleich ganz am Anfang. Hat mich sehr stark an diesen einen Film Nacktschnecken erinnert, den wir auch mal in der Sneak hatten, damals noch in Gera, wo jemand wirklich, da sieht man gleich blanke Geschlechtsteile, sag ich mal, von einem Mann. Das hat dir doch sehr gefallen, Erik. Gleich in der Stadt, nee, das hat mir nicht gefallen. Gleich wirklich in der allerersten Szene, wo man dann sieht, wie er da weglaufen soll. Naja, also insgesamt, komisches Ding, oder? Ja. Ich fand es witziger als gedacht, also, glaube ich. Aber es war auch schlechter als gedacht. Ja, aber es hätte auch schlechter sein können. Ja, also, du musst schon auch ab und zu mal lachen. Das stimmt, aber mir hat die ganze Dynamik nicht so gefallen, weil ich musste zwar einerseits lachen, aber andererseits war es wieder so furchtbar, dass ich dachte, boah, wo bist du denn hier hingeraten? Und diese Dynamik, der Film hat einfach, normalerweise hat so ein Film, wenn er gut gemacht ist, so eine gewisse Stimmung, die sich durchzieht, wo du genau weißt, okay, wenn jetzt die nächste Szene kommt, dann ist es so und so und so weiter. Aber hier, das war einfach völliges Wirrwarr, völliges Hin und Her und war aber auch nicht irgendwie cool, dass man sagt, ja, boah, das war cool gemacht, so immer abwechslungsreich, sondern, nee, das war nicht so. Also es gibt ja coole hier, diese Silenzium oder so, diese morbiden österreichischen, oder diese Serie auch, die es jetzt gab auf Sky hier, der Pass, diese deutsch-österreichische Koproduktion, wo ja auch sehr viele Österreicher, oh, das war großartig, absolut großartige Serie. Aber mit dem Film hier bin ich nicht so richtig warm geworden. Ehrlich gesagt, vielleicht hatte ich auch zu hohe Erwartungen, ja, die tausendste Sneak, dass ich dachte, hast du auch viel gelacht, vielleicht, also. Was heißt viel, ne? So viel war es auch nicht. Wenn ich zusammenzähle, war es vielleicht 3-4 Mal, wo ich wirklich laut gelacht habe, aber sonst, Ja, was siehst du, 3-4 Mal? Dafür gab es dann irgendwie 10 Mal, wo ich dachte, um Himmels Willen, ich möchte in meinem Sitz versinken davor, vor Fremdscham oder vor, es war einfach so ekelhaft teilweise, was da war. Die dann im Dixi-Klo da rumrühren da unten. Aber ja, das hätte ich auch nicht gebraucht. Also. Ach nee, da waren ja, halt so, das hätte nicht sein müssen. So viele Szenen, die waren so unpassend und also was. Ja, halt, es was gab halt, so Szenen, das ist schon richtig. Ja, es gab schon so Szenen, wo man sagt, ey, boah, hat's das jetzt gebraucht? Und ich musste ja schon bei dem Dialekt einfach grinsen, oder was heißt bei dem Österreich-Deutsch, ich finde das ja so lustig. Aber mir hat es noch ein bisschen gefehlt, wegen mir hätte das ruhig noch ein bisschen stärker kommen können. Also, geh, Burschen, wo ist der? Und die Idee an sich fand ich gar nicht doof von dem Film. Ja, das stimmt. Weil er spricht ja durchaus ein interessantes Thema an oder halt ein Thema, das eigentlich jede Großstadt beschäftigt mit, hey, wir haben kein Geld für die Renovierung, manches sieht einfach scheiße aus, manches ist es einfach echt runtergekommen. Wie lösen wir dieses Scheißproblem? Entschuldigung, dass ich jetzt so oft Scheiß sage, aber wir sind heute eh schon durch mit dem benimm dich so richtig Scheiß. Thema. Du bist bei dem Thema Kaviar-Film ja ich da schon. Ja, und und deswegen ist es dann schon so, man ist immer auf der Suche nach potenten Geldgebern, dass das funktioniert. So, das ist mal das eine. Also das ist die eine Problematik. Das andere ist dann, ja, typisch aktuell wird der Russe dann als der große Geldgeber hier in Europa dargestellt. Okay, kann man auch machen. Ist ja auch inzwischen weit verbreitet. Finde ich auch ganz in Ordnung, wenn man das so macht und dann so hinstellt. Obwohl, auch wenn es natürlich dargestellt wird, als jeder ist der absolute Vollidiot. Es waren wirklich Vollidioten, die versuchen, Vollidioten zu überlisten.
Und jeder unterschätzt halt den anderen aufs Massivste. Und dann halt auch die ganze Korruption im Hintergrund. Ich meine, man muss jetzt nur mal nach Österreich aktuell schauen. Thema Russland oder Thema russische Spion oder was ist Oligarchin? Und also. Du hast aber noch einmal in deiner Projektkonstellation vergessen, was ich selber sehr oft auch beruflich da gemerkt hatte. Und zwar, es gibt zum einen eben die, die irgendwas machen wollen, die eine Projektidee haben. Ja, die teilweise, die kann gut sein, die kann weniger gut sein oder sowas. Dann gibt es halt potente Geldgeber. Und dann ist noch eine dritte Partei im Spiel, das sind diese Consultants, ja. Ich vergleiche die immer ganz gern so mit Busfahrern. So, die Busfahrer, also der Consultant als Busfahrer, ja, dann nimmt sich diese Idee, diese teilweise gute Idee von irgendjemand und versucht dann Leute einzusammeln für dieses Projekt. Das heißt, der sucht dann halt zum einen dann Geldgeber, meistens triffst du halt nicht nur einen Oligarchen, der das Geld gibt, sondern brauchst halt mehrere Parteien, die das Geld geben, bis hin zu irgendwelchen lokalen Landesentwicklungsgesellschaften, die dann auch nochmal was geben und so weiter. Er sammelt die halt alle zusammen. Dazu dann noch die realisierenden Firmen, also wie zum Beispiel ja unsere Firma oder so oder halt andere Firmen. Und wenn dann der Bus voll ist, dann wird dann versucht, dann wirklich einen Knopf dran zu machen irgendwie. Aber meistens, ja, dadurch, dass der Consultant, der bekommt ja oder versucht dann teilweise während der Fahrt von den anderen irgendwie Geld zu bekommen, damit der Bus weiterfährt. Aber meistens geht das dann irgendwann nicht mehr. Also das heißt, es ist immer viel Lärm um nichts. Und alle, die in dem Bus hinten drin sitzen, die haben Kosten für diese ganze Aktion. Ja, und in 99% der Fälle kommt einfach nichts bei raus. Und deswegen, ich habe die Leute echt gefressen. Aber genauso haben sie es ja hier auch. Ne? So, hey, ja, gib mir mal 2 Millionen oder so, dass ich hier da die richtigen Leute schmieren kann und so weiter. Und dann siehst du ja, es passiert ja nichts. Ne? Dann werden so Potemkinsche Dörfer aufgebaut, um zu zeigen, dass was geht. Das sind so diese Consultants. Ne? Ja, eben. Das war sehr nah dran an der Realität. Also dann, siehst du mal. Also. Side-Visits nennt sich das bei uns, also wo dann einfach mal auf die Baustelle gegangen wird und guckt, wie geht's voran oder wie sieht das aus. Dann kommst du da hin, stellst fest, okay, die Fläche ist noch nicht mal irgendwie gekauft oder ist noch nicht mal irgendwas gemacht. So. Der Consultants, die erzählen dann halt meistens immer das Blaue vom Himmel. Ne? Also deswegen, ja, sehr nah dran. Echt. Also das fand ich gut. Und daraus hätte man echt geilen Film machen können, wenn er diese ganzen das ganze Nebenzeug da mal weggelassen hätte von irgendwelchen Leuten, die in irgendwelchen Fenstern stecken bleiben und irgendwas da in irgendwelchen schwulen Wohnungen da. Ach, ich weiß nicht. Ja, wie gesagt, es war ein Stück weit vielleicht überdreht, nur von der Problematik, die es eigentlich an sich gibt, fand ich das durchaus ansprechend und durchaus auch real. Also Wer sagt, dass es nicht wirklich auch so kommen könnte oder dass es teilweise auch im Hintergrund vielleicht sogar ähnlich dämlich abläuft? Das weiß ich nicht, ich stecke da nicht drin. Du vielleicht da noch ein bisschen mehr mit irgendwelchen Geldgebern. Ja gut, bei uns. Und komischen schwarzen Koffern, ohne dir jetzt was zu unterstellen. Nee, also wir haben ganz harte Compliance-Regeln. Also es gibt mit Sicherheit Firmen da draußen in der Welt, die das machen, aber wir, also definitiv. Da darf gar nichts. Wir dürfen jetzt noch nicht mal, wenn da irgendein Vertreter kommt, irgendwie, was weiß ich, wenn der irgendwohin einlädt oder sowas, dürfen wir das nicht annehmen und gar nichts. Also das ist wirklich ganz, ganz strikte Regeln seit einigen Jahren schon. Da gibt es natürlich viele Firmen, die kümmern das gar nicht, wenn die da irgendwo im Ausland sitzen, dann die ja, also gibt es natürlich, ne? Deswegen, ja. Ja, gerade auch in der Politik, da, ich glaube, da passiert auch noch einiges. Da gibt es ja viel so, in Anführungszeichen, so halblegale Möglichkeiten zu bestechen. So irgendwelche, weiß nicht, Lobbyisten oder sowas, das ist ja auch, da passiert bestimmt so einiges da. Aber. Ja, und auch, ich fliege mal kurz nach Liechtenstein, nach Luxemburg, um da ein Konto zu eröffnen, was dann natürlich auch da mal, dass das wirklich zu sehen, hey, ja, das ist vielleicht für die Betroffenen oder für die, wo es machen wollen, vielleicht eine ganz coole Sache, nur was dann hinten bei runterfällt, das ist halt der Witz bei der Sache wieder. Das darf man halt auch nicht vergessen und was dann vielleicht auch noch übrig bleibt. Und das fand ich einfach ganz cool, das hat der Film, glaube ich, ganz gut gemacht, weil, wie gesagt, jeder versucht, jeden irgendwie zu verarschen und im Endeffekt, ja, ist
so ziemlich jeder ein bisschen, der Gelackmeierte. Ja, ist dann halt immer schade, wenn du zum Beispiel, ja, wenn du dann wirklich auf der Seite bist, dass du sagst, ja, hier ist jetzt ein interessantes Projekt, du kriegst das rangetragen hier, was weiß ich, Sanierung von diesem Kanal da, weißt du, und du erfährst ja als realisierende Firma dann gar nicht, was da jetzt so dahinter steckt, ja, weißt du, da gibt es dann ein Projekt, kriegst eine Anfrage, machst dann deine ganze Kalkulation und alles, ja, und irgendwann hast du viel Geld reingesteckt und zerplatzt das, weil da im Hintergrund, weil das überhaupt noch nicht richtig gesetzt war, das ganze Thema, ne, das ist halt dann immer. Ja, aber so spielt's Leben, ne? Ja, ja, das war dann halt immer nervig dann, solche Geschichten. Aber insgesamt, ja, es hätte schon irgendwie ein besserer Film sein können, meines Erachtens, für die tausendste Sneak. Ich meine, es läuft sehr viel. Es hätte auch der neue Star Wars laufen können. Nein, können wir jetzt realistisch bleiben, dass der nicht kommt. Das war ja klar, aber ich meine, es laufen ja, wir sehen ja in der Vorschau, oder? Ja, aber das ist dann wieder deine Erwartungshaltung. Definitiv, ja. Zur tausendsten kann man das schon mal machen, ne? Erwartungshaltung, persönliche aber, Erwartungshaltung. Achso, wir können ja noch sagen, also im Kino zur Feierlichkeit, ja, geben wir erstmal Punkte, dann, also von mir 5 Punkte, glaube ich, stehen zumindest drin, nehme ich mal an, das hat jemand verifiziert hier. Ich habe noch keine Punkte gegeben, bei mir stehen aber auch 5, das finde ich super nett. Nein, in der Abstimmung habt ihr alle 5 Punkte gegeben. Nein, ich habe noch gar keine Punkte gegeben. Doch, ich habe dich doch vorhin gesehen, Chris. Vielleicht. Ich bin nicht du Christian Fuchs. Ich in der Auswertung. Ich habe doch dein Foto gesehen. Christian Fuchs spielt nicht bei Leicester City, oder? Ich habe jetzt 5 Punkte gegeben. Jetzt im Augenblick. Aber ich empfehle ihn nicht weiter, übrigens. Ja, also ich auch nicht. Weil, ja, da hatte er für mich einfach zu wenig, wo ich sagen würde, ja, ich ey, guck dir den mal an, der aus dem und dem Grund. Also der hat für mich nicht so ein Alleinstellungsmerkmal, wo ich sage, ey, wegen dem oder wegen dieser Szene oder wegen diesem Story-Arc solltest du den Film schauen. Also ich kann den nicht unbedingt weiterempfehlen. Ja. Das ist ja hier. Nee, habe ich auch nicht. Weiterempfehlung habe ich nicht. Aber okay. Stuttgart Kickers Fanpage möchte, dass du ihn auf Facebook folgst. Hä? Okay. Ja. Also zu den Feierlichkeiten selbst. Ich weiß nicht, Christo, kannst du ja vielleicht auch noch ein bisschen was sagen? Es wurden Luftballons aufgeblasen in Form einer Taube. Ja, es wurden Luftballons aufgeblasen, die tatsächlich auch tags drauf nochmal oder 2 Tage später nochmal die 1 verwendet wurde für das Cine Lounge, weil die haben ein einjähriges Cine Lounge Jubiläum und der Luftballon da, die 1 kam mir sehr, sehr bekannt. Und die 2 Nullen hängen jetzt über der Toilette, oder? Die 2 Nullen von 1000, ja, genau. Mit dir mache ich Geschäfte, mein Freund. Man kann ja 2 Nullen über die Toiletten hängen. Ja, ja, okay. Muss ja nicht 3, 3 geht ja nicht. Ja, ist okay. Versuch dich nicht rauszureden, schon passiert. ja, es gab, was gab es? Bacardi Cola zu begrüßen. Ja, war lecker. Schön, schön zusammengemixt. Ich habe natürlich keinen getrunken, weil ich war ja im Dienst und im Dienst trinkt man nicht. Ich habe auch nichts gehabt. Aber mir wurde gesagt, es wäre Cuba Libre gewesen. Das war halt Cola mit Rum. Ist das nicht Cuba Libre? Weil Cola mit Bacardi. Ah, wie auch immer. Ich kenne mich da nicht so aus. Egal. Müssen wir die Kollegen vom Cocktail-Podcast fragen. Sich da Bacardi besser. Und Cola. Also ich kenne nur Bacardi. Bacardi-Cola? Aber ja, Bacardi ist ja weißer Rum, ne? Wenn ich mich recht erinnere. Ja. Ja, ja gut. Ja, dann... Ich kenne jetzt da die Nuancen nicht. Vielleicht kann da mal jemand von den Cocktail-Kollegen kommentieren. Also ich dachte, aber Cuba Libre ist Rum, ja. Ist auf jeden Fall gut angekommen, habe ich gehört. Cola. Ja, die Stimmung war sehr gelöst. Also wahrscheinlich nach der Zeit war die Stimmung sehr, sehr gelöst. War das Mischungsverhältnis 1:1 oder so? Nein, es war, ich muss es ja wirklich dazu sagen, ich habe mich auch noch hingestellt und habe ja auch geholfen, dann Gläser aufzuräumen, die dann zurückkamen. Und es gab halt die klare Anweisung, hier Reste hier rein, da rein. Und dann wurden mir 4 Gläser hingestellt und ich so, okay, und nehme das erste und schütze aus. Und dann, nein, da war Bacardi drin. Die waren schon hingerichtet, also ich habe ein hingerichtetes Glas entleert. In meinem Wulst mit, oh, ich helfe mal. Kann ja mal passieren. Und ja, dann gab es in der Verlosung hat die Maggie, liebe Grüße an der Stelle, von Innenstadtkinos, vom Leitungsteam, noch ein paar Worte auch gesagt, was ich sehr schön fand. Und dann gab es eben auch die ersten
streng limitierten paar Worte jetzt muss ich mal reingrätschen, ein paar Worte gesagt. Du bist geehrt worden für dein Engagement für die Sneak Preview hier, das müssen wir jetzt mal, und hast auch ein schönes T-Shirt bekommen, wo es gibt bei uns so ein Logo, vielleicht wer jetzt immer mal in die Sneak geht, kennt das ja, wo auch die Facebook-Seiten und sowas draufsteht, wo so eine Hand hinter so einem Vorhang, so einen Kinovorhang öffnet, und da hat man Chris sein Bild rein retuschiert, was aber ziemlich gut aussieht. Das, ja, aber es ist ja auch mein Bild, ist ja klar, dass es gut ja, aussieht. Es sieht jetzt nicht nur irgendwie cheesy aus, sondern richtig gut. Ja. Man kann das ja wie so ein, was weiß ich, wie so ein Instagram-Story, so ein Emoji einfach so oben drauf klatschen. Nee, haben sie aber echt gut gemacht. Und ja, das hat er dann auch anziehen müssen, natürlich, ja, muss man ja. Ja, wenn man ein T-Shirt in der Sneak bekommt, zieht ja. man das auch an, ist ja klar. Genau, so das und ist dann. Meine neue Sneak-Uniform. Ja. Waren ja alle ganz gerührt hier, ne? Also die Maggie und du, ne? Kann man ja auch mal erwähnen. Ja, ich wusste davon der Aktion ja auch nichts, also das hat mich schon überrascht und auch gefreut. Ja, ja, im Hintergrund, die Hintergrundarbeiter, ich sehe schon. Und an dieser Stelle ja. auch Grüße an den Oleg, weil der hat das nämlich alles in die Wege geleitet und der ist nämlich krank, soweit ich weiß. Gute Besserung. Ja, gute Besserung. Wahrscheinlich der Mann, ist auch der, wo die Bilderrätsel macht. Der Mann, der Photoshop hat. Der Mann, der Photoshop hat. Photoshop-Mann. Mann, der Photoshop hat. Genau der. Ja, Bilderrätsel gab es auch. Ja, genau. Uns haben ja die Kollegen von den Leinwandperlen diesmal besucht gehabt, haben sich gedacht, oh, 1000 Sneak in Stuttgart, kommt bestimmt was richtig Gutes. jedenfalls. Das war die Rache fürs Oscar-Gewinnspiel. Oscar-Spiel, ne? Ja, genau. Genau, eigentlich, das Gute kommt nächste Woche. Genau, wir haben jetzt extra den Film vorgezogen. Diesmal fand ich es auch schwer. Sonst habe ich immer relativ schnell eine Idee gehabt bei den Bilderrätseln, aber diesmal habe ich auch nicht so schnell geschaltet. Und die von Leinwandperlen, die das ja zum ersten Mal mitbekommen haben, dieses Thema, die waren noch völlig überfordert dann. Ja, von der Denkweise wahrscheinlich genau, auch. Genau, man muss ja dann erstmal sich ein bisschen reinfinden und dann, ja, dann. Weil du hast ja automatisch einen monströsen Knoten plötzlich im Kopf. Ja, ich habe festgestellt, ich werde jetzt mal meine Strategie voran, wenn man von rechts nach links durchgeht, also rückwärts, ist eigentlich am besten. Aha. Für mich jetzt. Also wenn ich das letzte Wort zuerst habe, weil meistens guckt man automatisch auf das mittlere. So, und dann, weil das ja in der Mitte ist halt irgendwie so, ja, weil es meistens ja präsent ist in der Mitte. Und dann hast du in der Mitte irgendwas und dann versuchst du den Anfang und inzwischen weiß es schon jemand. Ich fange immer ganz rechts an und wenn dann irgendwie, was weiß ich, keine Ahnung, da Castaway oder keine Ahnung, irgendwas, dann, ja. Dann habe ich meistens das letzte Wort zuerst und dann komme ich schnell aufs Erste. Das ist nur meins, also muss ja jeder. Ja, das muss jeder für sich entscheiden, das ist schon richtig. Ja, also wie gesagt, diese Bilderrätsel gab es und ganz normal eigentlich. Ich hab extra ein bisschen schönere, oder was heißt schönere, einfach mehr Sachen, glaube ich, auch mitgenommen. Es hat ja auch diesmal ewig gedauert, wir haben ja mit einer 20 Minuten Verspätung angefangen. Also da zieht man jahrelang die Leute, dass die um 21 Uhr im Saal sind, dass es losgehen kann. Und bei der Tausendsten boykottieren wir das selbst. Durch die Getränke kamen ja auch einige erst später, die noch angestanden haben irgendwie. Ja. 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 Das, ja. Und ja, viele, viele Geschenke. Von Leinwandperlen, die Steff, Grüße auch, hat auch was gewonnen. Ja, die hat auch was bekommen und ich habe da schon ein kleines Video von sehen dürfen. Ja, ein Super Mario Pilz, wenn man da drauf drückt, dann macht er dieses Mario Pilz Geräusch. Ja, dieses One-Up. Ja. Ich glaube, das ist so ein Ding, damit hat man echt Freude, vor allem wenn da ein Besuch kommt, der die ganze Zeit drauf rumhaut. Ja, und ja, ich denke, es war, was das angeht, was es drumherum angeht, genau so, wie es hätte sein sollen. Es war nicht übermäßig pompös, es war einfach schön, es war einfach cool, es war das, was die Sneak auch sein soll oder für uns auch meistens ist, ein schöner Start in die Woche am Montagabend. Und deswegen, ich kann an der Stelle auch nur nochmal Danke an die Innenstadtkinos sagen fürs Organisieren, fürs Ding natürlich auch am Leben halten. Und sind wir mal gespannt auf die nächsten 1000. Ob wir so viel noch hinkriegen. Wir haben ja nächstes Jahr, oder vielmehr in 7 Monaten schon, nee, in 9 Monaten, haben wir ja schon das nächste Jubiläum. Kann man schon mal vorpeaken, ne, mit 20 Jahre Sneak. Das haben wir im Februar 2020. Das wird auch dann ganz spannend nochmal.
Auch nochmal was zu feiern. Komm aus dem Feiern gar nicht mehr raus. Nur gefeiert hier. Nur gefeiert. Wir haben Grund zum Feiern. Ich wollte gerade mal gucken, wann die 500. wann die war, jahresmäßig, aber ich finde es gerade auf die Schnelle nicht. Um festzustellen, ungefähr mal hochzurechnen, wann wir dann die 2000 haben, aber ich finde es gerade auf die Schnelle nicht. Naja, war auf jeden Fall schöner Event da. Sneak Nummer 1000 und die 500. war am 7. September 2009. War das echt so nah dran gleich? Aber ich bin ja erst im Juli zum ersten Mal da. Hm, okay. Also 2009 bis 2019, 10 Jahre für 500 Sneaks. Irgendwas stimmt da nicht. Was stimmt da nicht? Wie viele Wochen hat's ja? Paar 50, ne? 52 Wochen, oder? Ja. Jeden Montag? Müsste mal jemand, der Mathe kann, mal ausrechnen, ob das stimmt. muss ja stimmen. Hilft ja nichts. Ja, es wird schon stimmen. Also. Sonst haben wir gar keine Filme weiter gesehen, sehe ich hier. Oder habt ihr irgendwas irgendwie geguckt? Ich habe bloß ein paar Sachen gesehen, die jetzt hier so auf Sky rumgeflogen sind, die ich aber schon mal irgendwie gesehen habe. Also da habe ich irgendwie Mac nochmal geguckt und dies noch. Und weiß nicht, was da noch so alles kam. Das hatte ich aber alles schon mal irgendwie gesehen und haben wir hier schon drüber gesprochen gehabt. Und ja, First Purge habe ich mir noch aufgenommen. Das habe ich auch noch nicht geguckt. Christopher Robin habe ich geguckt auf eure Empfehlungen hin. Fand ich super. Ja, aber brauchen wir jetzt nicht extra drüber reden. Dann gucken wir lieber mal, was so Neues anläuft hier in Stuttgart. Kinocharts und Neustarts. Seid ihr da bereit? Ja, mit was fängst du an? Charts? Was neu anläuft, ist eigentlich dann... Ja, aber dann darfst du nicht sagen, was neu anläuft. Dann musst du sagen, die Charts. Ja, sowohl als auch. Ach so, und wieder rausreden. Platz 10, Dumbo, Neuverfilmung. Ist Platt noch, Moment. Platz 9, The Silence. Platz 8, Willkommen im Wunderpark. Platz 7, After Passion. Sie ist ein Good Girl. Platz 6. Das fiel übrigens gestern auch beim ESC. Da war, was war das? Slowenien. Als Slowenien dran war, da war so eine Frau und so ein Typ, beide in weiß, und sie hat ihn nur so angeschmachtet und so. Und er war so, hat der Kommentator auch irgendwie gesagt, so, sie ist das Good Girl und er ist Bad Girl. Und dann hat er irgendwie noch so ein. Er ist das Bad Girl, okay. Er ist das Bad Boy. Und so einen Kommentar gebracht wie: Ja, aber es sieht aus wie zwei Krankenpfleger, die sich da schüchtern zum ersten Mal begegnen, weil die beide so was weiß. Naja, Platz 6 ist Colini, der Fall Colini. Platz 5, Royal Corky, der Liebling der Queen. Platz 4, Monsieur Claude 2. Platz 3, Glam Girls, hinreißend verdorben. Platz 2, Pokémon, Meisterdetektiv Pikachu. Und immer noch auf dem Platz 1, Avengers Endgame. Hat ihn nicht mittlerweile jeder jetzt gesehen. Müssen wir ja immer noch aufpassen. Vielleicht nicht nur einmal gesehen. Wer weiß das? Müssen wir ja immer noch aufpassen mit Spoilern hier, wenn das immer noch so gut geht. Aber ja, Pokémon, irgendwie muss ich das mal noch schaffen, da sehen. Soll ja, wie lief es auf dem Schulhof mit den Pokémon-Karten? Oh, lief tatsächlich ja gut. Ja. Und es gibt auch, so ein komplettes Set noch zu kaufen, zum Film auch. Und da sind auch nochmal etliche drin. Ja, also läuft wohl ganz gut. Das freut mich sehr. Jawohl. Das ist schön. Das ist sehr schön. Gucken wir mal in die Neustarts. Ich hab noch was, bevor wir weitermachen. Ich muss das kurz nochmal verifizieren. Okay, ist jetzt geändert. Weil Karen Gillan, die ja die Nebula spielt in Avengers Endgame, hatte bei Twitter ganz lang drunter stehen, Daughter of Thanos. Jetzt hat sie es nicht mehr drin. Mhm. Okay. Entschuldigung, ich dachte, ich bringe mal noch so ein Funfact. Ich werde es in Zukunft lassen. Ich möchte mich bei euch beiden persönlich entschuldigen. Bei Instagram steht es aber noch drin. Bei allen Hörern dafür entschuldigen, dass ich das versucht habe, hier einen netten kleinen Funfact zu bringen. Ich werde es in Zukunft. Tut mir leid, dass ich eine Pause gelassen habe. Ich musste erstmal drüber nachdenken, weil wer das jetzt ist. Zweitens, was da jetzt der entscheidende Knackpunkt ist. Ja. Übrigens wird Michael Reschke technischer Direktor bei Schalke 04. Na, dann kann er ja gleich einen Bartstuber wieder dahin holen. Kann er gleich hier unsere Reschke-Rampe da leerräumen und alles mitbringen. Ja, gut. Ja, tut mir echt leid für euch, Schalke. Also, pff,
ja, nächstes Jahr habt ihr dann Relegation, ne? Jeder bekommt den technischen Direktor, den er verdient. So. Was macht man als technischer Direktor? Muss man da das Licht anmachen im Stadion oder was? Man stelle sich einfach nur für, wie Michael Reschke technischer Direktor ausspricht. Technischer. Hm. Was ist ein technischer Direktor? Ja, echt gute Frage. Egal. Es geht nicht um Fußball hier, es geht um Kino. Demnächst im Kino sollen wir damit mal weitermachen. Ja, genau. Was läuft denn an jetzt am 23.05. hier in Stuttgart? Am 23.05. läuft an unter anderem John Wick Kapitel 3. Im Abschluss der kultigen Actionfilmreihe wird Keanu Reeves als Meisterkiller John Wick vom Jäger zum Gejagten, als ein Kopfgeld auf ihn ausgesetzt wird. Ja. Ja. Und ganz kurz, will man sehen oder will man nicht sehen? Ich will ihn sehen. Ich auch. Ich will jetzt, Erik, dann lass uns einfach reingehen. Ich habe von Leuten gehört, die den gesehen haben, haben gemeint, nach diesem beschissenen zweiten Teil ist der eine Offenbarung, der Film. Also der soll richtig gut sein. Lass uns einen Männerabend machen, soll besser sein als der erste. Ja. Lass uns einen Männerabend machen, eine Gegenveranstaltung zum Donnerstagabendprogramm. Ach so, nee. Okay. Nein. Dann, was auch anläuft, Aladdin. Die neue Disney-Realverfilmung mit Will Smith und Mena Masoud in den Hauptrollen als King und Aladdin von Guy Ritchie. Wir haben vergessen, die Filmtipps vorzulesen für die nächste Woche. Für die Sneak, ja. Ja, das können wir dann machen. Okay. Machen wir erstmal hier weiter. So, wie sieht's aus? Will man das sehen oder das nicht sehen? Ich muss ja sagen, für mich wäre das ein mega witziger Sneak-Film für die 1001. gewesen. Ja, das ist ja am Montag jetzt. Ja, die 1001 fände ich mega witzig. Hätte ich mega witzig gefunden, aber wird wohl leider dann nicht passieren. Ich weiß aber nicht, ob ich den sehen will. Ich mag ja Geld. Das ist egal. Da wäre mir sogar egal, ob der Film gut ist oder nicht. Ich fände es einfach witzig. Weil da wären es 1001 Geschichten. Aus 1001 Nacht. Ja, ich glaube, das ist wieder so ein... Also Guy Ritchie hat ja wieder gute Filme gemacht, seitdem er nicht mehr mit Madonna zusammen war. Aber das ist, glaube ich, wieder so ein Film, da geht es wieder nach hinten los. Keine Ahnung. Ich habe von 2-3 Leuten gehört, die ihn schon gesehen haben in Pressevorführungen. Boah, die haben mir kein gutes Haar gelassen, ey. Okay. Weiter geht's. Emily. 2 Gischt Mjalte. Romantische Komödie über ein frisch getrautes Ehepaar, das die Flitterwochenstadt in der Karibik mit einem Roadtrip quer durch Albanien verbringt. Das eine Komödie von Emir Khalil Sade mit Elvana Gyata und Ermal Mamaki. Oh ja, so Zielgruppenpublikum hier. Weiß nicht, kann man Albanien-Flitter Wochen verbringen? Da ist man relativ schnell durchgefahren, oder? Kommt drauf an, wenn du irgendwo hängen bleibst, dann bist du eine Woche. Gab es da nicht auch mal so einen Film, wo so ein Franzose da irgendwo, so ein französischer Film, wo der irgendwo hängen geblieben ist, so mitten im Nix? Oder irgendwo, nee, mit einem Auto irgendwo hinfahren musste nach Griechenland zu einer Hochzeit, hat man auch mal in der Sneak irgendwas. All My Loving startet noch ein leises Drama über drei Geschwister, die mit beiden Beinen im Leben stehen, sich aber mehr oder weniger überraschenden Veränderungen stellen müssen. Wegen leisen Drama, weißt du. Guck mal hier, mit Lars Eidinger, Nele Müller-Stöven und Hans Löw. Ich kenne Hans Sarpei und Joachim Löw. Ja, das ist vielleicht die Vereinigung der beiden. Ja, dann Mirai, das Mädchen aus der Zukunft. Im Oscar-nominierten Anime von Mamoru Hosoda lernt der eifersüchtige junge Kun wahrscheinlich, die Geschichte seiner Familie magisch kennen, indem er durch die Zeit springt. Sieht super aus. Also, es sieht ein bisschen aus würde ich gern wie... Sehen. Ja, wie diese Ghibli-Filme da. Wie Heidi. Ja, gut. Ja, also die japanisches Anime. Ja. Also das, was ich bis jetzt gesehen habe von der Story, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Auch bei der Oscar-Verleihung haben sie ja so vorher so ein bisschen Berichte gebracht darüber. Den hatte ich mir auf jeden Fall mal vorgemerkt. Ins Kino würde ich dafür nicht gehen jetzt, aber werde ich auf jeden Fall mal gucken. Vielleicht ist es wieder genauso schön wie irgendwie das magische Schloss oder nee, das wandelnde Schloss. Oder. Ja, mal gucken. Ist zwar jetzt nicht von demselben Machern, aber es sieht sehr, sehr schön aus von der Story her. Edi. Für Träume ist es nie zu spät. Ein Drama über die betagte Edi, die sich einen seit Jahrzehnten gehegten Wunsch erfüllt. Sie will den Sylvenberg in den schottischen Highlands besteigen. Und dann zieht sie oben ein Schwert. Es kann nur einen geben. Bei der Macht von Grayskull. Gut, dann haben wir Jonathan oder Jonathan. Drama über
John oder John, je nachdem, und Jonathan oder Jonathan, die sich einen Körper teilen müssen. Mhm. Als die schöne Elena in ihr Leben tritt, geraten ihre wichtigen Routinen aus der Balance. Mit Ansel Elgort. Das ist doch ein Film für die Kate, oder? Ja. Hör ich doch da schon raus hier. Ja, durchaus. Drama ab 12. Also hier läuft noch eine Doku an. Die läuft ja bei uns jetzt nicht an. Aber da ist die Story so verrückt, die muss ich mal kurz vorlesen. Lord of the Toys. Einen Sommer lang begleitet die Dokumentation eine Gruppe von Dresdner YouTubern bei dem, was sie am liebsten tun. Saufen, pöbeln, Grenzen austesten. Super. Okay, ich mache das nächste noch. The Wild Boys. Eine Gruppe von Jungen soll das Böse ausgetrieben werden. So treten sie eine abenteuerliche Schiffsreise an und stranden letztendlich auf einer mysteriösen Insel. Nie gehört von dem Film. Da kommen eigentlich nur noch Dokus, aber einer, der für mich natürlich sofort ins Auge springt. Peter Pfister, der Pferdemann. Doku über den bekanntesten Pferdetrainer Deutschland, der bei seiner Arbeit aus 40 Jahren Erfahrung schöpfen kann. Siehst du mal. Ich versuche gerade noch was hier über diesen Shed of the Dead. Siehst du den auch hier? Ja, den sehe ich auch. Das ist bestimmt so ein Zombie-Film. Ich finde jetzt gerade gar nichts. Also Filmstarts finde ich auch nicht. Sondern mal Shed of the Dead. Das ist bestimmt irgendeine Verballerung von Shaun of the Dead oder so. Shed of the Dead. Shed of the Dead. Trevor ist arbeitslos. Aber der kommt nur auf DVD. Ja, am 31. Mai. Läuft vielleicht in irgendeiner speziellen Aufführung mal auf manchen. Wie er selbst sagt, seine Tage verbringt er in einer Schrebergartenhütte, um erstens seiner Frau aus dem Weg zu gehen und zweitens Tabletop-Figuren zu bemalen, mit denen er anschließend epische Schlachten gegen seinen Kumpel Graham ausficht. Doch Mr. Parsons, dem ebenfalls ein Grundstück in diesem Schrebergarten gehört, will den faulen Hänger vertreiben und startet eine Petition. Es kommt zur Konfrontation zwischen den beiden und plötzlich steht Trevor mit einer Leiche da, die es zu verstecken gilt. Immer Ärger mit Bernie oder so. Blöderweise bricht genau in diesem Moment auch eine Zombie-Apokalypse aus und Mr. Parsons Leiche ist auf einmal wieder quicklebendig. Sowohl Trevor als auch Spencer haben nur eins im Kopf, sie wollen Trevors Frau retten. Beziehungsweise er, deren höchst attraktive beste Freundin, denn auf die haben beide ein Auge geworfen. Klingt an sich ja ganz lustig, hier muss ich mir mal vormerken. Ach, ich gucke gerade den Trailer noch nebenher an. Ach du Gott. Ich sehe nur unten die Schauspieler und dieser Brian Blessed. Ach nee, der ist nur ein Narrator, der ist nur ein Erzähler. Aber ähnliche Filme, Shaun of the Dead, Tanz der Vampire und so weiter, also ja. Shed of, das wäre ein Sneak-Film gewesen. Dieses hier, ja, Zombies, lustig, haha, nee. So, apropos Sneak, dann machen wir doch mal die Sneak-Tipps. Der Hinweis? Die Sneak 1001, also die erste Sneak nach dem Meltdown, nein, nach dem Überschreiten, wo wir jetzt endlich in den vierstelligen Bereich sind. Sneak 1 nach lautet, Cuba Libre. Ja, lautet der Tipp Frischling. So, und Kate, jetzt startet durch. Was? Es wurde getippt. La La Land, zweimal. Insider. Tolkien wurde getippt. Dann ein Becken voller Männer. Longshot, unwahrscheinlich, aber nicht unmöglich. Und der Klavierspieler vom Gardino. Und 1001 ist gleich Aladdin, hat noch jemand. Ja, aber Aladdin läuft ja schon an. Nee. Ja, trotzdem wurde es getippt. Wir haben ja öfters mal Tipps, die schon laufen. Ja. Läuft ja. Ich möchte übrigens noch ganz kurz, Erik. Nee, läuft nächste Woche Donnerstag an. Das heißt, könnte er am Montag noch kommen. Natürlich. Ja. Dann könnte er doch kommen. Ja, ja doch. Ich möchte, Aladdin. Erik, dich trotzdem noch ganz kurz hier ein bisschen einstampfen. Wenn man nämlich rechnet vom 7.9. bis zum 13.5., 7.9.2009 bis zum 13.05.2019 sind es 505 Wochen und ein Tag. Also pass. Also wenn du jetzt überlegst, dass wir auch zwischendurch mal Weihnachten hatten und Silvester und irgendwas weiß ich was und Neujahr oder irgendwie was, das passt mit den 500. Ja? Aber wir hatten oder natürlich auch.
Ja, Doppelsneak zählt ja, wenn ich. Ja, Doppelsneak zählt ja nach A und B. Jetzt wollte ich gerade verwirren. Ja, als ob du mich verwirren kannst, wenn ich das Recht auf meiner Seite habe. Übrigens sind das auch noch für alle Klugscheißer da draußen und für mich natürlich, die auf solche Statistiken echt stehen, 3536 Tage oder 84.864 Stunden oder 5.091.840 Minuten oder 305.510.400 Sekunden. Bam. Oder 116 Monate und 7 Tage oder 9 Jahre, 8 Monate, 7 Tage. Boom. Danke. Dankeschön. Dankeschön. Ich bin noch den ganzen Abend hier. Danke. Dankeschön. Dankeschön. Wenn Sie Autogramme wollen, wir haben jetzt Autogrammkarten machen lassen. Ja, das ist so. Aber du hast aufgehört, du redest wieder mit mir, deswegen. So, cool, ja, dann passt das also. Den einen muss ich mir trotzdem vormerken, diesen Chat of the Dead. Den muss ich mir irgendwie. Den würde ich jetzt auf so eine Liste packen, wo mich dann irgendein System automatisch daran erinnert, dass es den jetzt irgendwo gibt, aber gibt es ja nicht, diese Liste. Ja. Ja, aber ich finde es sehr schwer, diesmal einen Tipp zu finden, wegen Frischling. Es kann so ziemlich alles sein. Also Frischling werden ja irgendwo die neuen Leute irgendwo genannt. Wer weiß, es kann irgendwie wirklich von Aladdin über Tolkien über, weiß nicht, Becken voller Männer, kann irgendwie alles sein. Was nicht schlecht ist. Das ist wenigstens ein Sneak-Preview-Gefühl. Man weiß halt nicht so genau, was kommt. Nicht wie beim letzten Mal, wo das relativ eindeutig war mit dieser Schwedenbrücke. Gut, dann, ja, sonst haben wir nichts weiter. News und Trailer haben wir nicht. Der einen haben wir nicht. Dann gucken wir mal in die Kommentare rein. Oder habe ich irgendwas anderes vergessen, Kate? Du hast das ganz gut im Blick gehabt hier. Oh, es sind einige Kommentare eingegangen. Einen habe ich vorhin gerade noch freigeschaltet, habe ich gesehen. Zur vergangenen Sendung mit Stan und Olli. Der Martin hatte geschrieben, The Society, die Serie, Kate, die du vorgestellt hattest, erinnert ihn sehr stark an Stephen King's The Langoliers. Tolles Buch, spannender Film, auch wenn er arg trashig ist. Oh, ich habe den Film gesehen, ich fand ihn furchtbar. Den gab es damals auf 2 Videokassetten in der Videothek damals. Die Älteren werden sich erinnern. Ja, tue ich sogar. Oh, und da ging ein Teil irgendwie, da war die Videokassette voll ausgeschöpft, irgendwie 180 Minuten oder 240, keine Ahnung. Und das waren 2 Teile, ey. Oh, das war so langweilig. Wie kann man da schreiben, spannender Film, ey. Hast du den auch gesehen damals, oder? Ich habe den auch damals, tatsächlich auch auf die 2 Videokassetten. Fandst du den gut, oder? Sagen wir so, er ist nicht nachhaltig hängen geblieben. Ja, oh, nee. Vor allem, wir haben damals irgendwie so alles, was so, ja, Horror, Stephen King und sonst was. Und ey, das war mit Abstand wirklich das Langweiligste. Ich dachte, passiert hier mal irgendwas hier? Nein. Ey, da hast du dich da reingequält. Ich weiß gar nicht, ob ich den zweiten Teil, ich glaube, wir haben beide auf einmal ausgeliehen. Ich glaube, wir haben den zweiten dann gar nicht mehr geguckt. Die zweite Kassette, ey. Naja. Der Thomas hat kommentiert, bei Afterlife kann er mir nur recht geben. Die Serie ist böse, komisch, liebenswert und versöhnlich. 8,5 von 10. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich beim letzten Mal schon die Staffel komplett durchgeguckt hatte. Mittlerweile habe ich das auf jeden Fall getan und bin einfach nur extrem begeistert von der Qualität dieser Serie, von der Art, wie es geschrieben ist, wie es gespielt ist. Das ist nicht diese typische, es ist natürlich auch so ein bisschen diese typische Ricky Gervais-Art drin, okay, aber da sind so viele Sachen drin, die man ihm eigentlich nicht zugetraut hätte, die so viel Tiefe geben, ist einfach wundervoll. Also Afterlife, unbedingt mal anschauen, wer Netflix hat. Ist nicht viel, sind nur ein paar Folgen. Die Staffel ist halt so eine typische UK-Serie mit wenig Folgen. Anschauen. Willkommen in Marwen. Der Film bietet eine originelle, einzigartige Geschichte, die auf realen Ereignissen basiert. Die Animation, mit der Marks Geschichte erzählt wurde, hat mir sehr gefallen. Vor allem der Übergang zwischen beider Welten ist einwandfrei. Kennt es jemand? Willkommen in Marwen ist irgend so ein Neustart gewesen, kann ich mich erinnern. Steve Carell, ja. Ja, ja. Aber also gesehen nicht, aber würde mich interessieren. Also Trailer habe ich gesehen und sehr viel Gutes auch drüber gelesen, deswegen. Willkommen in Marwen. Mal gucken, läuft der? Der läuft. Ach, das ist der Robert Zemeckis-Film. Ah, genau. Ja. Da müsste man eigentlich Diane Kruger.
Und schwupp ist er hinüber. Super. Aber apropos, ich habe echt überlegt, ob ich in das Ende der Wahrheit gehe, ne? Da in den Film. Ich höre da so viel Gutes und du hast ja auch ganz gut berichtet drüber. Hm. Schade, dass ich den in der Sneak verpasst hatte. Fällt mir da gerade ein. Ja. Wen haben wir noch? Die Steff hatte kommentiert auf dieses Willkommen Marvin. Sie hat den Film auch gerne im Kino geschaut, aber leider lief er hier nirgends. Hm. Weiß gar nicht, ob der in Stuttgart lief. Lief der in Innenstadtkinos? Weißt du da was? Nee. Vermutlich ja. Haben so viele Säle irgendwo da gelaufen sein. The Society, Steff schreibt auch, The Society wurde ihr bei Netflix auch schon mehrfach angeboten. Die Zusammenfassung hat sie sofort an The Tribe erinnert. Und da natürlich nichts an The Tribe rankommen kann, wollte sie die Serie eigentlich nicht schauen. Vielleicht, weil sie auch inzwischen dafür zu alt ist. Aber nach Kates Beschreibung ist es ja auch etwas Mysteriöses à la The Dome dabei, dann würde sie es wieder interessieren. Vielleicht schaut sie doch mal rein. PS, ich weiß, dass ich zwar weniger gemeint war, aber als Starkast bezeichnet zu werden, geht runter wie Öl. Was war mit Starkast? Achso, wir haben ja gesagt, wir haben Stargäste beim nächsten Mal, ne? Genau. Ja. Das war's. Ja, nicht zu danken. Pokémon, der Thomas hat Pokémon geguckt. Ein großartiger Film, wirklich lustig, nicht nur für Kinder interessant, sondern für die ganze Familie. Das Ende war wirklich unerwartet. Oh, Mensch, jetzt hast du mir da irgendwie, jetzt erwarte ich die ganze Zeit ein unerwartetes Ende und versuche das vorherzusehen. Oh, okay, na, ich muss da eh noch rein. Hilft nichts, muss da ins Kino. So ein Hype hier gerade bei meinem Kleinen mit Pokémon. Ey, vor allem, da habe ich ihm gestern, da waren wir einkaufen und da gab es in diesem Zeitungsladen, gab es so diese Tütchen mit Pokémon-Karten, ne? So wie man hier Panini-Fußballbilder und so, ne? Und die Panini-Bildchen, die kosten ja immer 60 Cent. Und da hat er gesagt, ja, da gibt es hier die Pokémon-Karten. Und da habe ich zu der gesagt, ja, geben Sie mal so ein Päckchen her, was kostet das? 5 Euro eins. What? ich dachte, ich nehme ihm da mal ein paar mit, ne? Und dann sagt die, 5 Euro ein Päckchen. Und dann sind da irgendwie so 5 Karten drin oder so. Ey. Krass, ey. Ja gut, die sind auch, das sind jetzt nicht nur so Panini-Aufkleberchen, so, sind schon echt cool gemacht, so mit so teilweise so richtige Pappkarten und so. Aber es kostet halt wahrscheinlich so viel, ne? Bei solchen Rollenspielen gibt es ja auch so Karten, ne? Die kosten ja auch immer ganz schön. Ja, mit denen spielst du noch. Ja, spielst du mit den Pokémon-Karten? Die spielen mit den Pokémon-Karten, aber wie verrückt. Da gibt es auch so Karten mit, wo dann so Effekte oder sowas drin stehen. Also die spielen dann so wie so ein Autokartenspiel, ne? Ziehen dann die Sachen und dann kämpfen die beiden gegeneinander und ja, da spielen die. Das sind gerade ein Riesenhype hier. Ja. Naja. Ja, das waren die Kommentare und gucken, was hier so bei Amazon passiert ist in der letzten Woche. Also wer einen Kinocast unterstützen möchte, damit es auch weitere 1000 Folgen gibt hier, dann nutzt am besten unsere Amazon Affiliate Links oder die anderen Möglichkeiten. Amazon ist mir da am einfachsten, weil viele bestellen ja da drüber und dann klickt da einfach so einen Link. Das hat zum Beispiel einer oder eine getan, die sich eine Garmin Forerunner 235 Laufuhr, die hatte ich auch schon ein paar Mal überlegt, ob ich mir die hole, bestellt hat. Vielleicht kann ja mal er oder sie schreiben, ob die empfehlenswert ist. Ein Wasserkocher aus Glas, wo man richtig reingucken kann, wie es blubbert. Was ist das? Herren Basketballsocken. In Blau. LED View Cover für Galaxy S10 Weiß. Was ist das? Ah, das ist ja lustig. Da ist ein. Ist halt so eine Handyhülle, würde ich mal sagen. Und da ist auf der Rückseite in LED sieht man die Uhrzeit drauf. Ganz sanft leuchtend. Nicht schlecht. Coole Sache. Vielen Dank an alle, die das gemacht haben hier, die Affiliate-Links genutzt haben. Da gab es dann wieder ein paar Cent für den Kinocast. Das reicht noch lange nicht, um hier die laufenden Kosten für Hosting und den ganzen Spaß zu decken, aber es ist ein schönes Zeichen und ihr könnt uns auch nicht monetär unterstützen, indem ihr einfach Kommentare schreibt. Zum Beispiel sehr schön, in der letzten Folge gab es einiges, indem ihr uns weiterempfehlt auf den diversen Plattformen. Wir sind ja mittlerweile auch fast überall vertreten, irgendwie bei diversen Podcast-Portalen, da einfach mal eine Bewertung dalassen oder bei Spotify. Ruhig auch mal Leuten empfehlen hier, ja, hör mal rein, Kinocast, das gibt's und so geht das.
oder uns auf die Seite verweisen oder auf die Facebook-Seite kann man auch liken. Da habe ich in der letzten Woche immer mal so lustige Sachen geteilt oder interessante Sachen aus der Welt des Kinos. Zum Beispiel, dass der 5. Purge-Film im Sommer 2020 in die Kinos kommt. Mal gucken. Gehen wir da wieder rein hier? Dürfen wir uns wieder nicht unterhalten vorher, ne? Also wenn ihr rein wollt, viel Spaß. Ich brauche das nicht mehr. Ich brauche das auch nicht im Kino. Ich sehe auch gerade auf der Facebook-Seite ist auch das Sneak Preview, das Shirt, was ich gewonnen hatte. Ja, und auch ein Foto von der 1000. Sneak. Also alles da. Und hier ein Schweizer Kino hat die Stühle ersetzt durch Doppelbetten. Das ist aber kein Porno-Kino. Das ist also ein ganz normales. Kann man halt schön liegen. Kann dann den Film genießen. Auch nicht schlecht. Ja, es gibt doch noch irgendwo ein anderes Kino, wo sie auch für die Kinder ein Bällebad reingemacht haben und sowas. Im Saal? Ja. Ja, im Saal. Okay. Also gibt es gerade ganz arg viele Ideen und Sachen und ja. Ja, ich sag mal jetzt in Zeiten von Netflix und Cocooning heißt das ja, dass man sich zu Hause einigelt und weniger rausgeht. Das machen ja viele. Also wenn man früher mal gefragt hatte im Kollegenkreis, so unkinomäßig, was hast du zuletzt gesehen? So, da kam dann irgendwas so aus dem letzten Jahr irgendwie bei Leuten, die jetzt nicht so viel mit Kino am Hut haben. Heutzutage hörst du dann so Sachen wie, ja, irgendwie den ersten Matrix oder Titanic oder so, weißt du, oder Herr der Ringe. Ja, also die Leute gehen schon kaum noch ins Kino, ne? Du hast halt viel Netflix, das bringt dir alles nach Hause und ja deswegen finde ich es ganz gut, wenn man dann so richtig schöne Event-Kinos hat, da sind wir auch gern bereit, vielleicht ein bisschen mehr zu bezahlen dafür. Wie zum Beispiel im Gloria mit diesen bequemen Sitzen, wo man dann wirklich schön drin lümmeln kann. Ja. Aber ansonsten, Kinos geht es ja an sich trotzdem immer noch gut, ne? Wenn man so die Umsätze und so sieht. Ja, na mal gucken. Okay, vielen Dank euch beiden fürs Mitmachen. Und ja, sind gespannt auf die Kommentare, die da kommen. Bis nächste Woche. Tschüss. Ciao. Macht's gut. Tschüss. Den Film fanden sie jetzt nicht so berühmt. Da kann ich durchaus nachvollziehen. Ja, aber bei der 1000. Sneak sollte ja auch der Event im Mittelpunkt stehen. Ja, das sagst du hinterher. Du musst unbedingt kommen, Erik. Du musst unbedingt kommen. Da kommt was richtig gut. Ja. Lügenpresse. Lügenpresse. Kaviar. Ein österreichischer Film. Yeah. Das ist ja... Naja, egal. Erik, nochmal um ganz kurz, weil wir jetzt da raus sind aus der Sendung, also ganz inoffizielles. Du nimmst ja jetzt auch nicht mehr auf und so und schneidest das noch hinterher rein. Ich nehme noch auf, ich kann aber... Oder ich halte es an, oder? Nein. Bis bald im Kinocast.